Die Region Vorpommern wird für Investoren zunehmend interessanter. Die Wirtschaftsfördergesellschaft Vorpommern hat eine positive Bilanz für das Geschäftsjahr 2016 gezogen. Wie Geschäftsführer Rolf Kammann bekannt gab, wurden etwa 300 Unternehmensvorgänge betreut. Unter den 31 positiv abgeschlossenen Vorhaben sind mehrere Neuansiedlungen hervorzuheben, zum Beispiel die Akkusys GmbH am Pommern-Dreieck oder zwei Service-Center in Stralsund. Investiert wurde aber auch in Relzow bei Anklam in eine neue Produktionsstätte der Herbrand Pharma Chemicals GmbH. Im Falle Anklam darf man sagen, Anklam ist kein Selbstläuferstandort, er hat seine Vorzüge, aber eben auch seine Begrenztheiten. Und dort eine Einzelimmobilie wieder zu vermitteln an ein sehr erfolgsorientiertes und vielversprechendes Unternehmen, das freut uns natürlich ganz besonders. Mit den Unternehmensentscheidungen ist eine voraussichtliche Investitionssumme von fast 56 Millionen Euro verbunden. 245 neue Arbeitsplätze sind bereits entstanden, weitere 240 sind geplant.